Herr Professor Dr. Pech, Sie sind renommierter Völkerrechtler hier an der Universität Hamburg seit vielen, vielen Jahren und haben sich insbesondere auch in der Linksfraktion für Frieden eingesetzt. Jetzt haben wir aktuell eine Situation, wo das Thema Israel-Palästina, ein Konflikt, den Sie auch eben sehr lange begleitet haben. Sie waren viel auch vor Ort. Sie waren auch bei der Gaza-Flottille. 2008 waren Sie in Gaza. Damals gab es eine ähnliche Situation. Wie würden Sie die Situation damals und heute vergleichen? Ist sie noch dramatischer geworden? Ohne Zweifel. Das, was wir heute haben, ist vollkommen unvergleichlich zu dem, was wir damals erlebten. Wir sind zwar da auch von der Armee, von der Marine aufgebracht worden. Es war auch ziemlich dramatisch. Es sind 9 Menschen dort zu Tode gekommen. Aber das war unvergleichlich dem, was heute hier ist. Ein veritabler, großer Krieg im Gange, der seit dem 7. Oktober einerseits dann von der Hamas begonnen, aber das, was dann von der israelischen Armee hier inszeniert wird, das ist das, was allgemein jetzt ja auch in der südafrikanischen Klage als ein Völkermord bezeichnet wird. Und das ist hochdramatisch und das ist wirklich eine Katastrophe. Sie haben die Klage jetzt angesprochen und es gibt einen ersten Beschluss. Beide Seiten haben diesen Beschluss sozusagen als Sieg für ihre Seite gewertet. Einerseits wird dort ein Untersuchungsauftrag, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, zu der Frage eines Völkermordes auch sozusagen legitimiert. Finden Sie das richtig? Und Sie haben das Wort jetzt in den Mund genommen. Denken Sie, es handelt sich dort nach den Standards des internationalen Rechts um einen Völkermord, um einen Genozid? Also die südafrikanische Regierung hat eine Klage angestrengt und hat im Grunde 2 Dinge gewollt. Zunächst einmal Einstellung der Waffengewalt. Das heißt unmittelbar, dass dieser Krieg zu Ende geht. Das Zweite ist, und das ist sozusagen das Längerfristige, festzustellen, dass das, was bisher gewesen ist, ein Völkermord ist. Und dass das, was eben droht, weiter zu geschehen, auch ein Völkermord ist, der verhindert werden muss. Das Gericht hat dann am 26. nach nur 14 Tagen sich zu der ersten Forderung geäußert und hat gesagt, ja, wir können einen Waffenstillstand jetzt nicht irgendwie befürworten, aber wir haben eine Reihe von Maßnahmen, die im Grunde in der Völkermordkonvention von 1948, also die Konvention, nach der ein Völkermord verhindert werden soll, aufgegeben sind. Gewisse Maßnahmen, dass man nicht weiter derartige Maßnahmen ergreift, militärisch, die zu einem Völkermord greifen. Dann die katastrophale humanitäre Situation zu verändern. Und vor allen Dingen haben sie einen Beschluss gefasst, dass Israel alle die Maßnahmen, die es ergriffen hat, bis zum 26., also bis gestern, eigentlich dem Internationalen Gerichtshof hätte vorlegen müssen. Ich habe bisher nicht gehört, dass sie es getan haben, aber da wird dann eigentlich erstmals dann beurteilt werden können, hat eigentlich dieser Beschluss das erreicht, was er wollte, nämlich eine Humanisierung der Situation, einer Veränderung des Kriegsgeschehens, dass das nicht mehr auf einen weiteren Völkermord geht. Ich selbst bin skeptisch. Was ich bisher gehört und gesehen habe, hat sich nichts geändert. Das ist auch das Problem. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt kann ein internationales Gericht natürlich im internationalen Recht nur Staaten Subjekte sind und in dem Fall sozusagen nur eine Partei, also die israelische sozusagen, zu Handlungen verpflichten. Andere Möglichkeiten gibt es ja nicht. Also nicht staatliche Gruppen oder Akteure können nach derzeitiger Rechtsauslegung nicht zu Maßnahmen verpflichtet werden. Das heißt, gewisserweise ist eine Mediation oder so in diesem Prozess nicht möglich. Nun, man hat versucht natürlich, diesen Gerichtshof als nicht nur als Gericht, sondern auch als ein Instrument zu benutzen, um diesen Konflikt wirklich zu einer friedlichen Lösung zu bringen. Es ist ja nicht so, dass man irgendjemanden dann ins Gefängnis steckt oder so, sondern es gibt einen
Urteil, welches Möglichkeiten aufzeichnet, aus dieser prekären, katastrophalen Situation herauszukommen. Zunächst haben sie gesagt, also ihr müsst eure Kriegsführung radikal verändern. Und dann haben sie in dem Hintergrund ja immer noch den Waffenstillstand, aber die Südafrikaner haben ja, als sie merkten, dass sich die Kriegsführung nicht ändert, vor gut 2 Wochen noch einmal einen Antrag gestellt, dass nämlich die Initiative gegen Gaza, die Offensive gegen Gaza eingestellt würde. Da hat leider, muss ich sagen, der Internationale Gerichtshof auch gesagt, wir haben alles, was wir konnten, schon gesagt. Das können wir darüber hinaus nicht tun. Also die Folgerung der israelischen Seite. Gut, uns ist nicht die Kriegsführung verboten worden, kein Waffenstillstand. Wir führen weiter und wir machen dann alles, was wir können, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Das haben sie behauptet auch seit über 140 Tagen. Und wir wissen, was daraus gekommen ist. Also ist Skepsis angesagt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob das erreicht werden kann. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, der Internationale Gerichtshof hat keine Durchsetzungsmöglichkeiten seines Spruches. Er ist dann darauf angewiesen, dass der Sicherheitsrat, wenn er dann angesprochen wird, das übernimmt, um das durchzuführen, was sie den Delinquenten auferlegt haben. Aber wir wissen, und das hat die USA schon vor einigen Tagen praktiziert, sie wird Israel in Schutz nehmen und nichts gegen Israel sozusagen vorgehen lassen. Das ist das Problem. Also der Gerichtshof ist doppelt eigentlich zur Untätigkeit verurteilt. Einerseits durch die Entscheidung des römischen Statuts und zum anderen auch dadurch, dass der Sicherheitsrat durch das Veto eigentlich gelähmt ist in dieser Frage. Jetzt kommt die Argumentationsweise, der UN-Sicherheitsrat sei gelähmt durch ein Veto von Russland oder China, kommt meistens von der Seite, die sich für eine Responsibility to Protect einsetzt. Damals beim Irakkrieg, auch bei Jugoslawien war das ein Argument, dass man damit Sanktionen oder auch militärische Interventionen auch ohne ein solches Vorgehen des Sicherheitsrats beschließen könnte. Hier ist die geopolitische Lage natürlich verkehrt herum. Wir haben, glaube ich, damals immer argumentiert, dass ein Sicherheitsrat aus gutem Grund existiert, bis jetzt zumindest im Dritten Weltkrieg verhindert hat und man deswegen dieses Prozedere auch einhalten sollte. Würden Sie das immer noch so sehen oder würden Sie in dieser Situation sagen, da ist jetzt durch das amerikanische Veto quasi, durch das angekündigte Veto, die Möglichkeit auch ohne Beschluss des Sicherheitsrats, zum Beispiel Sanktionen oder andere Möglichkeiten aus der UN-Charta gegen Israel durchzusetzen? Die Regelung der UNO-Charta im Jahre 1945 war schon sehr klug, dass sie sagte, durch das Veto verhindern wir, dass es je wieder vorkommt, dass die beiden größten Blöcke gegeneinander sich stellen und eventuell durch Mehrheitsentscheidungen dort die Weltgemeinschaft gegen die eine Seite zieht. Damals waren es ja auch die Chinesen und die Russen auf der einen Seite, auf der anderen Seite waren es die Amerikaner, die Engländer und die Franzosen. Die standen sich da im Grunde auch schon gegenüber. Der Kalte Krieg begann ziemlich früh. Und insofern ist das eine sehr, sehr kluge Regelung gewesen. Jetzt wird sie immer angegriffen, weil der Sicherheitsrat in entscheidenden Fragen dann nicht gegen eine andere Partei votieren kann. Ich halte es immer noch für klug. Alles das, was sozusagen doch die Möglichkeiten einschränkt, militärisch gegen jemanden anderes vorzugehen, ist meines Erachtens immer noch gut. Selbst wenn, wie in Ruanda wird gesagt, damals sozusagen alle gehindert waren, in den Völkermord einzuschreiten, aber das sind die, wenn die Staaten nicht so friedlich sind, dann darf man das nicht auf eine Institution und auf Regelungen, die man für sinnvoll gehalten hat, schieben, sondern dann liegt es an der eigenen Friedens- und Kriegskultur, die man hat. Das ist insofern, halte ich es auch jetzt noch für gut, dass dann auf jeden Fall gebremst wird.
dass das in diesem Falle nun auch der Fall sein wird und Israel immer vor der, sozusagen, ja, vor stärkeren Sanktionen gerettet werden durch die USA, könnte man als Mangel erweisen. Aber der Druck auf Israel, auch ohne solche Sanktionen, das zu tun, was die Völkerrechtsordnung eigentlich vorschreibt, das sollten die anderen Staaten gemeinsam auch mit anderen Mitteln erreichen. Man muss nicht immer zugleich zu Sanktionen und zu militärischen Mitteln greifen. Ja, ein Vorschlag von Jürgen Thonhöfer und Dieter Dehm in München bei der Anti-Sicherheitskonferenz-Demonstration vor wenigen Wochen war, dass man sich an der KSZE inspirieren könnte, die es in Europa möglich gemacht hat, zumindest einige Konflikte sehr viel friedlicher, als sie sonst wahrscheinlich gelöst worden wären, zu einer Lösung kommen könnten. Können Sie sich ein ähnliches Modell auch in der Region vorstellen? Die Vorschläge, sozusagen internationale Konflikte, wie sie gerade ja weit von Europa auch bis in den Mittleren Osten gehen, durch so eine Nachfolgeorganisation der KSZE zu machen, insbesondere die Konflikte mit dem Iran, aber auch damals Irak, die sind alt. Ich halte sie für gut nach wie vor, denn sie sind ein Vorschlag, um ein Instrumentarium in Bewegung zu setzen, was nichts anderes als den Frieden erreichen will und die Möglichkeiten der Diskussion allen gibt, die notwendig sind, um den militärischen Krieg zu vermeiden. Die Staaten, es gibt auch immer wieder positive Resonanz dazu, aber bisher hat es nicht eine Initiative leider gegeben, um das in die Realität umzusetzen. Oft sind dann die Konflikte derart scharf und derart auch schon eingeschrieben in die Struktur der internationalen Beziehungen, dass man sagt, so kommen wir nicht da heraus, dass man dieses Instrumentarium nicht benutzt. Ja, dazu sind zu viele Staaten mit ihren eigenen Interessen. Man sieht das an der EU ebenfalls. Je mehr Staaten dort sind, desto divergenter sind die Interessen. Und das ist schade, aber es ist meines Erachtens, um auf diesen Vorschlag zurückzukommen, eigentlich etwas, was man wirklich überlegen sollte. Jetzt sind Sie seit vielen, vielen Jahren mit dem Konflikt befasst. Sie haben Freunde und Weggefährten, auch wissenschaftliche Kontakte, sowohl nach Gaza als auch nach Israel. Da bekommen Sie natürlich mit, was für Möglichkeiten es sonst gibt, auf die Gesellschaften vor Ort Einfluss zu nehmen, insbesondere auch auf Israel Einfluss zu nehmen, wenn es diese völkerrechtlichen Möglichkeiten, Sanktionen nach der UN-Charta, wie Sie sagen, realistisch nicht gibt, dann ist vielleicht die öffentliche Meinung ein Mittel, um dort zur Einhaltung des Völkerrechts zu kommen. Und Sie haben da jetzt durch den Aufkauf der Bilder, die bei der Documenta für sehr viel Wirbel gesorgt haben, auch einen Beitrag gesetzt. Sie haben diese Bilder dann auch in der Jungen Welt Ladengalerie zeitgleich zur Luxemburg-Liebknecht-Demonstration und glaube bis heute immer noch auch ausstellen lassen. Warum war Ihnen das ein Anliegen? Warum ausgerechnet diese Bilder? Und wurden, also wie haben Sie auch diesen Mut aufgebracht? Weil Sie wurden dafür ja auch kritisiert und angegriffen. Ja, wer sich in diesen Konflikt begibt, der erleidet so die einen oder anderen blauen Fleck. Das ist bei mir nicht tragisch, aber es ist notwendig, dass nicht nur wir das den Politikern überlassen, sondern dass hier das, was immer ja gewünscht wird, die Zivilgesellschaft sich auch einschaltet. Es gibt eine große Solidarität, sowohl mit Israel wie aber auch mit Palästina, die zum Teil zusammenarbeitet. Ich arbeite zum Beispiel auch mit ihr zusammen. Und es ist notwendig, dass wir uns in diesen ja jetzt jahrzehntelangen Konflikt, der für uns ein ganz anderer ist als der, sagen wir mal, in China, irgendwie in Xinjiang oder sonst etwas oder sonst irgend in Tibet. Nein, dieses ist ein Konflikt, der uns angeht. Ich bin seit 1965 dabei. Ich bin 1965 zum ersten Mal in einem Kibbutz in Nachalotz, nah an Gazastreifen gewesen. Und seitdem
beschäftige ich mich mit diesem Konflikt und bin engagiert darin, die Möglichkeiten eines Friedens zu ergründen und auch zu unterstützen. Ich bin nicht der Überzeugung, um das gleich klar zu sagen, dass dieser Konflikt von den Parteien selber gelöst werden kann. Israelis und Palästinenser sind im Augenblick dazu nicht in Lage, sondern dieses muss von außen gemacht werden. Und da haben meines Erachtens zwei Staaten eine immense Bedeutung. Die erste Bedeutung liegt natürlich bei den USA, aber auch dann bei der Bundesrepublik. Die Sache der Staatsräson ist nicht nur, wie es im Augenblick gesehen wird, eine einseitige Unterstützung Israels, sondern sie muss darauf dringen, dass die beiden Parteien eigentlich ihre Interessen in solch einem Konflikt zwar auf Augenhöhe gelöst werden können. Zwei Staaten sind notwendig. Die Besatzung ist herauszunehmen, hat sich zurückzuziehen, alle hätten sich zu trennen und dann würde ein langer, langer Prozess notwendig sein, um wieder auch eine friedliche, zivile Atmosphäre zwischen den Völkern herbeizuführen. Das ist sozusagen die grundsätzliche Situation. Mein Beitrag war ein ganz anderer dabei. Und zwar, ich war etwas empört über die Reaktion der deutschen, nicht Öffentlichkeit, sondern der deutschen sozusagen Kunstbürokratie und Kunstorganisation auf diejenigen, die man eingeladen hatte. Da hatte man bewusst internationale Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die haben ihre Vorschläge gemacht und dann beschimpft man sie und sagt, das ist antisemitisch. Man räumt das große, zentrale Dokument ab, ohne richtig darüber zu diskutieren, belegt etliche Bilder, etliche Kunstwerke mit dem Verdikt antisemitisch, was hier ein bedeutsames und schwerwiegendes Argument ist. Wenn man es genau sich ansieht, kann man es eigentlich nur bei einem einzigen sagen. Aber die Bilder, die ich dann erworben habe von Mohammed al-Hawajri aus Gaza, auch die sind diesem Verdikt, das heißt also diesem Vorwurf unterworfen. Und das fand ich absolut unmöglich. Nun ist es in der Documenta sowieso, wenn die zu Ende ist, dann weiß man nicht, was man mit den Kunstwerken machen soll. Zurückschicken an ihre Orte, nach Gaza geht das überhaupt nicht. Der Künstler lebt zum Glück noch. Er ist in der Wüste verschollen, in der Wüste an der Gerüste zur Grenze zu Ägypten. Alles ist zerstört, sein ganzes Atelier, seine Wohnung in Gaza, alles ist kaputt. Und er lebt dann noch, ich habe zum Glück wenig, aber immer noch etwas Kontakt zu ihm. Ich habe mir damals gesagt, nein, was kann man da eigentlich machen, um Wertschätzung auch dieser Kunst, die man eingeladen hat und die man jetzt nicht diffamieren darf. Und daraufhin bin ich da hingegangen, es war zu verstehen. Ich habe mich mit dem Mohammed al-Hawajri in Gaza in Verbindung gesetzt. Wir haben ausgehandelt, wir sind übereingekommen. Er hat sein Geld bekommen, ich habe die Bilder bekommen. Und die nicht etwa, ich bin kein Bildersammler. Ich bin zwar ständiger Besucher der Documenta und auch der Biennale in Venedig, aber ich sammle keine Kunst, sondern für mich war es so, diese dann später ausstellen zu können und zur Diskussion zu stellen, was ist daran eigentlich antisemitisch? Welches ist eigentlich die Berechtigung, solch eine Kunst zu diffamieren? Denn ich bin nach wie vor der Ansicht, Kunst kann zwar keinen Frieden stiften, aber er kann die Beziehungen zwischen den Völkern doch sehr beeinflussen, auch friedlich zu stimmen. Das war meine und ist auch immer noch meine Intention. Bis zum 29. wird sie noch dort sein. Später wird sie nach Kassel gehen und vielleicht auch noch in andere Städte. Durch die Zuspitzung des Konfliktes ist diese Frage der deutschen Staatsräson, die Sie angesprochen haben, natürlich in der Kulturszene insofern relevanter geworden, dass deutsche Kuratoren, Künstler schwierig in Kontakt mit Künstlern aus anderen Ländern, insbesondere natürlich Gaza und Israel, aber auch anderen Ländern, die eine andere Sicht auf diesen Konflikt haben, kommen können, weil wir diesen Hintergrund der deutschen Geschichte haben, der eine
differenziertere Sichtweise vielleicht an bestimmten Stellen auch notwendig macht. Sind es dann gerade Menschen wie Sie, die zu den wenigen Mittlern gehören, einerseits natürlich zu denen in Gaza, den Künstlern, aber andererseits auch zu den Menschen in Israel, die die Regierungspolitik eben besonders radikal auch ablehnen, um da sozusagen auch diese Vermittlungsrolle Deutschlands überhaupt noch am Leben zu halten? Weil wenn es nur noch diese Leute gäbe, die sagen, mit denen reden wir nicht, weil sie sind Antisemiten, dann könnte man das ja vergessen. Dann gäbe es ja gar keine Perspektive, dass Deutschland sich da sozusagen auf beide Seiten einwirkend einbringen kann. Leider sind die Diskursmöglichkeiten und die Diskussionskanäle zwischen den beiden Parteien derzeit gestört, sagen wir das mal so. Es ist kaum möglich, dass es dort einen wirklich entspannten und auch wissenschaftlichen, kulturellen Dialog gibt, sondern die Diskussion ist geprägt durch Schlagworte, durch eigentlich Verbote. Das ist immer wieder, wenn plötzlich auf der Biennale dann einige eben für Waffenstopp und für Schluss des Krieges plädieren, wird das sofort als ein Skandal intonisiert. Das ist etwas, was der gelassenen und auch der friedensstiftenden Diskussion vollkommen quer steht. Das liegt auch bei mir so, ich werde von niemandem sozusagen aus der großen Presse angesprochen. Die wissen alle meine Haltung, aber meine Argumente wollen sie nicht wissen. Das ist ganz klar. Deswegen ist es so gut, dass solch eine Institution wie der Internationale Gerichtshof durch einen fremden Staat, Südafrika, eigentlich in Bewegung gesetzt worden ist. Dort sind die Möglichkeiten der Diskussion. Aber wenn Sie die Diskussion vor dem Gerichtshof in Den Haag erlebt haben, das war keine Diskussion, sondern insbesondere die israelische Seite hat dann mit Diffamierungen des Antisemitismus wiederbekommen oder die Südafrikaner seien der juristische Arm einer Terrororganisation. Man hat dort von nichts zurückgeschreckt. Ein Dialog war dort nicht. Aber vielleicht im weiteren Prozess der Untersuchung, der es immer wieder nötig macht, sowohl die eine Seite wie auch die andere Seite vor Gericht hören zu lassen, das sind die Möglichkeiten. Hier in Deutschland im Augenblick ist es verbaut. Das mag sich lösen in der Zukunft, aber im Augenblick, wie jetzt reagiert wird auf alles das, was kritisch gegen Israel und beziehungsweise ja nur gegen die Regierung gesagt wird, das ist im Augenblick nicht sehr, stimmt mich nicht sehr optimistisch dort, dass wir dort eine eigentlich friedensfördernde Vermittlungsfunktion haben. Ich glaube, Sie haben da sehr passend den Unterschied zwischen Israel und der israelischen Regierung eingebracht. Ja. Sie haben eben das Thema Antisemitismus angesprochen. Das ist eben ein sehr, sehr schwerwiegender Vorwurf. Es ist nun aber mittlerweile so, dass gerade auch viele Juden in Berlin, auch Israelis, die nach Berlin gezogen sind, die die Regierungspolitik sehr kritisch sehen, da fassungslos sind auch über die Haltung in Deutschland. Und gerade seit dem 7. Oktober ist es auch in der Kulturszene so, dass es vermehrt auch Jüdinnen und Juden gibt, die sagen, sie boykottieren jetzt Deutschland, was natürlich uns Deutschen nicht so gefällt. Das hätten wir uns eigentlich nicht erhofft. Kriegen Sie solche Reaktionen auch mit? Sie haben ja auch viele jüdische Freunde, die Ihre Einstellung teilen und unterstützen. Ja, ich habe guten Kontakt zur jüdischen Stimme für einen Frieden zwischen Palästinensern und Israelis. Die unterliegen diesem sozusagen gestörten Dialog genauso. Als linke jüdische Bürgerinnen und Bürger hier werden sie genauso diffamiert. Da heißt es dann nicht Antisemitismus, das kann man nicht so richtig sagen, sondern das sind Judenhassende, sozusagen selbsthassende Juden. Das ist schon eine Verrohung der Diskussionskultur, die auch nicht neu ist. Wir haben diese Diskrepanz schon in dem Krieg Russlands gegen Ukraine, sprich NATO gegen Russland gesehen. Auch dort sind die gegenseitigen Positionen so verfestigt, dass sie kaum zu einem Dialog kommen. Und hier ist es ähnlich. Hier ist einfach die Verfestigung, sodass auch
der Kontakt zu jüdischen Intellektuellen, so sie dann eben kritisch sind, eigentlich gar nicht mehr aufgenommen wird. Auch dort ist das jüdische Lager in zwei Lager sozusagen getrennt, die kaum noch miteinander kommunizieren. Und das ist das Problem. Jetzt haben Sie das Thema des Konflikts in der Ukraine angesprochen. Dort haben wir am Anfang in Deutschland auch ein Phänomen bemerkt, wo ich gedacht hätte, das würden wir nicht mehr sehen, nachdem was wir an Bildung haben, über deutsche Geschichte, dass teilweise Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete sich geäußert haben in einer Weise, die man wirklich nur als Russenhass, auch teilweise rassistisch motivierten Russenhass bezeichnen kann, dass Kriegsstimmung verbreitet wurde und, wo wir beim Thema Antisemitismus waren, dass tatsächlich auch gefordert wurde, man solle russisch-jüdische Oligarchen dann enteignen. Also das Oligarch fing dann bei 100.000 Euro an, dass also Menschen, die mehr als 100.000 Euro vielleicht erspart auf dem Konto haben, dass man denen das wegnehmen solle. Und das ist eine Situation, die so rasant sich entwickelt hat, auch in linken Kreisen, auch in der Taz zum Beispiel, hat man dann etwas, was man vielleicht wirklich als rassistische Hetze gegen Russen bezeichnen könnte, gelesen. Hat Sie das überrascht? Wir kennen aus der Zeit des Kalten Krieges die Konfrontation zwischen Ost und West. Die Hoffnung war, dass diese mit dem Untergang der Sowjetunion, der Untergang des Warschauer Paktes, dass diese Situation sich entspannen würde. Ich habe das sehr positiv gesehen, als Putin 2001 im Deutschen Bundestag geredet hatte. Da hatte man doch die Hoffnung, und alle haben ihm stehend applaudiert, dass es hier doch zu einer friedlichen Nebeneinander auf sozusagen souveräner Augenhöhe kommt. Aber das ist mit der Zeit untergegangen. Ich erinnere dann noch genau, als Putin 2007 dann auf der Münchner Sicherheitskonferenz war und die Enttäuschung zum Ausdruck brachte, dass alle Angebote, die er gegenüber dem Westen gemacht hat, er hat gegenüber Clinton gefragt, ob nicht Russland in die NATO können, gegenüber Obama hat er das wiederholt und man hat ihn immer abgewiesen. Und er hat gesagt, wenn das so weitergeht, wenn unsere Initiativen hin auf den Westen nicht akzeptiert werden, dann sehe ich es schlecht, dann wird es furchtbar. Und nebenbei war ja immer noch die Frage der NATO-Osterweiterung dort ein großes Thema für die Russen auf jeden Fall, welches nebenbei lief. Und das ein Jahr später nach der Münchner Sicherheitskonferenz, dort 2008, dann James Baker von den USA sagte, nein, jetzt müssen wir Ukraine und Georgien aufnehmen. Das heißt, alles das, was eigentlich zur Spaltung der Welt gehörte, wurde immer weiter verfolgt. Das ist auch nachträglich dann klar gemacht worden, sie haben nie darauf verzichtet, die NATO an die Grenzen Russlands zu bringen, der Sowjetunion, dann Russlands, von dem sie wussten, das war im Grunde die rote Linie. Die haben sie immer versucht zu überschreiten. Ja, das ist das Problem dann. Und dass dann die Spaltung auch in der Diskussion so war, das ist ganz klar. Die läuft bis heute. Leider ist es so, dass was früher an Antikommunismus gegenüber Russland gewesen ist, sich in einer Russophobie, in eine antirussische Ideologie verwandelt hat, die fast schärfer ist, als was damals war. Im Augenblick ist der Diskurs oder sagen wir mal die Diskussion zwischen den so gut wie erstorben. Die einen sagen eben, Krieg bis zum Sieg. Und die anderen sagen, nein, jetzt sofort Waffenstillstand und Verhandlungen. Ja, wenn man dazu nicht kommt, da ist im Augenblick wohl keine Möglichkeiten, da eine Brücke zu bauen. Sehr interessanter Punkt. Also auch das mit dem Antikommunismus, das Element ist jetzt ja weggefallen. Also da war im Kalten Krieg, war es natürlich noch fast was Menschliche, also wurde dann nicht Rassenhass, sogar bei den Nazis, konnte man auch sagen, ja, die haben ja gesagt, sind böse Kommunisten. Aber heute bleibt nur noch das rassistische Element übrig.
Jetzt ist es so, dass schon 2014 in Bezug auf die Krim der Diskurs im Westen Russland und der russischen Regierung einen Völkerrechtsbruch vorgeworfen hat. Seit 2021 steht jetzt das Verbrechen der Aggression im Raum. Würden Sie als jemand, der schon insbesondere seit den 90er Jahren in einer Situation, als diese Blöcke-Konfrontation weggefallen ist und die eine Seite gesagt hat, dann müssen wir uns jetzt ja nicht mehr an das Völkerrecht halten, wir können jetzt ja machen, was wir wollen. Und Sie waren da einer der mahnenden Stimmen, die gesagt haben, wir müssen das Völkerrecht einhalten, weil sonst kann uns das noch um die Ohren fliegen. Das, was damals auch im Kosovo passiert ist, wird jetzt von zum Beispiel der russischen Seite als Argument auch genutzt, dass man sagt, ihr habt das da gemacht, warum dürfen wir das nicht auch hier machen? Auch wenn das natürlich im Endeffekt eine sehr traurige Situation ist, aber würden Sie sagen, Sie haben da Recht behalten als mahnende Stimme? Dass es wichtig ist, das Völkerrecht auch einzuhalten, wenn man gerade keinen geopolitischen Nutzen daraus ziehen kann? Also die Position des Völkerrechts ist nicht umsonst 1945 von ja damals noch weniger Staaten, aber heute von 193 Staaten anerkannt. Es gibt nur ganz wenige, die da nicht mitmachen. Das heißt, es bedarf einer Grundlage, nach der man handelt. Und die muss ohne Ausnahme für alle gehen und in allen vergleichbaren Situationen. Ob man geopolitisch daraus irgendetwas ableiten kann oder nicht, darauf kommt es nicht an. Sondern wenn man dem höchsten Ziel, welches das Ziel der UNO und der Völk und der UNO-Charta ist, nämlich Frieden zu stiften und Frieden zu halten, wirklich ernst nimmt, dann gibt es davon keine Ausnahme. Und zwar, die USA haben lange sozusagen einen gewissen Völkerrechtsnihilismus an den Tag gelegt, haben es in den vergangenen Jahren in ihren Überfällen, in Interventionen, also wirklich mit den Füßen getreten. Das ist kein Grund für einen anderen Staat zu sagen, dann darf ich das auch nicht. Das gilt auch für die Sowjetunion seinerzeit und jetzt auch für Russland. Das heißt, der Überfall auf der Krim war völkerrechtswidrig. Genauso wie dann die Intervention am 22. Februar 22. Das sind völkerrechtliche Akte und sie werden nicht dadurch weniger völkerrechtlich, dass man sich darauf beruft, ja, die anderen haben das ja auch gemacht. Das ist das Problem. Ich kann politisch die Hintergründe dieser Entscheidung durchaus nachvollziehen. Aber es ist eine, ich als Völkerrechtler, ist eine falsche, ist eine völkerrechtswidrige Entscheidung gewesen. Und dadurch hat natürlich auch Russland eine spezifische Aufgabe, sich um den Frieden zu bemühen. Und da ist nun hier die Diskussion, die einen sagen, Russland will ja gar keine vertraglichen Verhandlungen. Und die Russen sagen, nein, wir haben das gesehen, seit Minsk 2015 ist alles torpediert worden, was auf eine sozusagen friedliche Lösung durch Verhandlungen ging. Das Einzige bleibt aber nach wie vor Verhandlung. Und es ist notwendig, dass beide Seiten dazu gebracht werden, dass Bedingungen gibt, dass sie die Waffen einstellen. Und das ungeheure Leid, wir müssen ja sehen, allmählich ist das nicht nur ein Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern der NATO gegen Russland. Dieses ist ein Pilotkrieg, wo die NATO sieht, wie weit können sie Russland schwächen. Und die sozusagen gegenwärtige Strategie, immer durch weitere Waffenlieferungen den Krieg am Leben zu erhalten, auf Kosten eigentlich der Bevölkerung in der Ukraine, halte ich sogar schon jetzt moralisch grenzwertig. Völkerrechtlich kann man immer noch sagen, Verteidigung, obwohl das ein formales Argument ist, was eigentlich gar nicht mehr stimmt, sondern hier geht es um einen Ost-West-Krieg. Man könnte schon sagen, das ist eine Art Weltkrieg, den wir haben. Denn kaum ein Land
wird dadurch nicht in irgendeiner Weise beschäftigt und beeinträchtigt. Nach der Entwicklung der letzten 25, 30 Jahre im State Department und auch Stimmen im Auswärtigen Amt, die, wie Sie es jetzt nannten, sehr schöner Begriff, diesen Völkerrechtsnihilismus vertreten haben, erfüllt es Sie dann akademisch jetzt doch mit einer gewissen Genugtuung zu sehen, dass gerade auch diese Stimmen jetzt doch wieder zum Standpunkt des Völkerrechts zurückkehren und sich darauf berufen, wenn sie das jetzt auch die letzten 25 Jahre vielleicht nicht getan haben, aber dass gerade diese Institutionen jetzt sehen, wie wertvoll das ist. Und dann noch hinterher, haben jetzt gesagt, Russland hat diese Position, die sie die letzten 25, 30 Jahre eben inne hatten, dass sie als Mahner sozusagen auf die Einhaltung pochen, aufgegeben. Wer bleibt denn dann übrig? Ist das vielleicht die Volksrepublik China, die auch, wenn sie natürlich geopolitisch sozusagen näher an Russland da steht, auch historisch, da jetzt sehr viel differenzierter, sage ich mal, sich in die Debatte eingebracht hat und immer wieder den Standpunkt des Völkerrechts dort auch hochgehalten hat? Also anschließend an meine Bemerkung, dass eigentlich kein Staat davon unbeeinträchtigt ist, von den Auswirkungen, und zwar so bis hin in die ökonomischen Auswirkungen, heißt das, dass eigentlich auch jeder Staat überlegen muss, was kann er zur Befriedigung dieses Konfliktes tun. Und da ist meines Erachtens eben die UNO dann doch das Instrument, was dort am wichtigsten ist. Das ist immer beiseite gehalten worden. Das ist genauso wie im Palästina-Konflikt. Dort ist immer die UNO rausgehalten worden ist. Aber ich finde, die Positionen, die Guterres in der letzten Zeit eingenommen sind, ist ausgesprochen rational, ausgesprochen friedensfördernd. Der UNO müsste eine größere Verhandlungsposition und eine größere Einfluss dort eingeräumt werden. Denn auch diese sind offensichtlich die USA auf der einen Seite, das sind die Führenden, die darüber bestimmen, wie lange dieser Krieg und mit welchen Mitteln der Krieg gemacht wird. Und auf der anderen Seite Russland, die müssten meines Erachtens mit einem Mechanismus der UNO oder KSZE, auch so etwas einer solchen, wieder versucht werden, an einen Tisch zu bringen, was allerdings voraussetzt, dass beide Seiten das auch wollen. Und im Augenblick sehe ich zum Beispiel bei den USA eigentlich keine große Sympathie für solch eine Lösung, weil sie sagen, es muss weitergemacht werden. Es muss sozusagen, wir müssen Ukraine zum Sieg führen und die verlorenen Gebiete zurückgewinnen. Eine Position, die ich für falsch halte, die ich auch für vollkommen illusionär halte. Das ist nicht möglich. Das müsste man aufgrund des Kräfteverhältnisses sehen. Und man muss auch sehen, dass man so etwas nicht, wenn man es nicht auf militärischem Gebiet kriegt, dann eben auf dem Verhandlungswege muss. Seit über 60 Jahren haben die Israelis Gaza besetzt. Auch da hat man nie die Palästinenser aufgerüstet und gesagt, holt euch das wieder. Nein, es geht das alleine nur durch Verhandlungen. Und das ist das A und O auch jeder Kriegs- und oder Friedenslösung. Ja, ich glaube, die Chinesen sind seitdem sie 1972 den Sitz in der UN erhalten haben, auch immer noch sehr darauf bedacht, dass die UN als solch einen Mechanismus auch bereitstellen kann, diese Rolle weiter einnehmen kann. Jetzt haben wir über den Genozidvorwurf in Gaza gesprochen, wo Sie vor Ort waren, wo Sie die Situation erleben konnten. Sie waren kürzlich auch in Xinjiang in China und haben die Situation der Uiguren dort vor Ort erleben können. Auch da ist es so, dass Teile der Presse, Menschen, die mit gut, amerikanischen Institutionen im Zusammenhang stehen, aber auch Vertreter im Deutschen Bundestag, die Frage eines Völkermordes sozusagen aufwerfen. Was haben Sie da vor Ort gesehen?
Ich müsste vielleicht kurz erläutern, weswegen ich eigentlich in Xinjiang gefahren bin. Es war das nicht das erste Mal, dass ich in China war. Ich war als Abgeordneter schon mehrmals in China. Aber man geht ja nicht einfach und macht dort Ferien. Es gibt einen Vorlauf dazu, zu dem ich kurz Stellung nehmen muss. Die Problematik in Xinjiang, nämlich der Vorwurf Völkermord an den Uiguren, das ist ein Thema, was schon seit Jahren in der internationalen Diskussion ist. Und es gibt seitdem immer wieder auch Recherchen darüber, was ist dort eigentlich los, obwohl niemand so richtig original weiß, was dort los ist. Der Menschenrechtsausschuss im Bundestag hat mehrmals getagt. Und ich bin auch zu einer dieser Sitzungen gebeten worden, mich damit zu beschäftigen, was dann der Anlass war, dass ich mich wirklich mit der Situation dort beschäftigte, allerdings nur übers Internet. Über das, was in der Presse war, was sozusagen medial vermittelt worden ist und was so im Internet war. Und da bekam ich doch Zweifel daran, dass der Vorwurf Völkermord dort überhaupt berechtigt ist. Gut, dann war es aber für mich im Grunde erledigt. Ich hatte nicht die Möglichkeit, ich kann kein Chinesisch, dorthin zu fahren, bis ich dann von einer Reihe von Sinologen, die dorthin fahren wurde, gebeten wurde, ob ich mitgehe. Sie haben mich eingeladen. Da dachte ich, da bist du in einer sicheren Umgebung, die können Chinesisch, die sind seit 30 Jahren, das sind Professoren an den deutschen Universitäten, da bist du gut aufgehoben. Und mit denen bin ich dann in der Tat im Mai, Juni vergangenen Jahres nach Xinjiang gefahren. Und was ich gesehen habe, hat mich fast umgeworfen, weil es total dem widersprach, was ich bisher über Xinjiang gehört hatte. Man kommt in Städte dort, man denkt, man ist in Dubai oder in Katar. Und zwar, die sind am Rande großer Wüsten, des Tamir-Becken und der Taklamakan-Wüste. Das sind ferne Gebiete. Das ist ein Gebiet, Xinjiang, welches so groß ist wie Europa. 25 Millionen Einwohner, davon 12 Millionen Uiguren. Also ein relativ kleines Volk. Und dort konnten wir nicht darüber uns informieren, was in der Vergangenheit gewesen war. Denn die Vorwürfe gehen weit in die Vergangenheit, sondern nur, dass wir das, was wir gesehen hatten. Und da trafen wir auch etwas, was notwendig ist, in der Diskussion immer zu berücksichtigen. Die Situation in Xinjiang war jahrelang durch Terror gekennzeichnet. Und zwar mit zwei Wurzeln. Einerseits der Terror von einer Unabhängigkeitsbewegung, die auch von außen, auch aus der Türkei zum Beispiel, genährt wurde. Und die zweite war sozusagen das, was wir als islamistischen Terror des IS sehen, der dort, die Uiguren sind muslimisch, auch gesehen wurde. Und das heißt, die Chinesen waren sehr, sehr lange damit beschäftigt, diesen Terror zu bekämpfen. Und da hat es zweifelsohne, das kennen wir aus der Terrorbekämpfung im Irak, in anderen Ländern, nicht immer menschenrechtskonform ist es davor gegangen. Seit 2019, kann man sagen, ist dieser Terror nicht verschwunden, aber er ist besiegt und ist nicht mehr das Problem. Das heißt, die Chinesen waren nicht mehr sozusagen gezwungen, sich mit Gewalt gegen diesen Terror zur Wehr zu setzen, sondern sie haben eine Vielzahl an Programmen der Arbeitsbeschaffung, der Erziehung und der Befriedung dort durchgeführt, von deren Früchte wir jetzt sahen. Wir sahen, also wir sind im Wesentlichen nach Kashgar, dem Zentrum der Uiguren, und nach Urumqi, das Zentrum von Xinjiang, gereist. Wir haben hochentwickelte Städte gesehen und wir haben auch gesehen, dass dort die Uiguren zum Beispiel in Schulen wird bis ins, ich glaube, ins neunte Jahr
doppelsprachig erzogen. Das heißt, dass die uigurische Sprache, wie immer behauptet wird, dann nicht unterdrückt wird. Richtig ist, dass natürlich China auf eine Lingua Franca aus ist, das heißt eine Sprache, die alle sprechen, so dass sich Uiguren auch mit Tibetern unterhalten können und dass deswegen der Unterricht primär auf Han, auf Mandarin ausgerichtet ist. Aber auch die Fragen sozusagen der Lager. Lager, das haben selbst die Kritiker gesagt, sind seit 2019 aufgehoben. Die gibt es nicht mehr. Dennoch wabern sie immer wieder in diesen Vorwürfen herum. Dann auch zum Beispiel wurde gesagt, sie wollen die Identität der uigurischen Kultur zerstören. Wir sind in Museen gewesen und waren überrascht über die archäologischen Tätigkeiten, die dort in den Wüsten vorgenommen worden sind. Und auch über, ich habe dort ein Instrument gesehen, welches eigentlich im Mittleren Osten nicht beheimatet sei, die Ud. Dort gibt es Werkstätten für die Ud und so etwas auch. Es wird nicht etwa, dass die Religion unterdrückt wird. Kashgar hat man uns, Kashgar oder Urumqi, ich weiß es nicht mehr genau, aber eine Koranschule, die von der Regierung finanziert. Ja, es gibt insgesamt 28.000 Moscheen in ganz Xinjiang immer noch. Das alles hat mich sehr verwirrt zunächst mal. Aber es hat mir gezeigt, das ist der Hintergrund, dass natürlich auch Xinjiang und die Uiguren im Kampf der geopolitischen Auseinandersetzung zwischen dem Westen und China benutzt wird. Und das hat man schon mit Tibet gemacht, das hat man mit Hongkong gemacht, das macht man auch mit Taiwan und das macht man jetzt auch offensichtlich mit Xinjiang und den Uiguren. Ja, das ist in der Konstellation. Auch in Tibet gab es große Entwicklungen, positive Entwicklungen wirtschaftlicher Art. Weder in Tibet noch in Xinjiang kann man, glaube ich, den klassischen Völkermordbegriff überhaupt auch nur in Erwägung bringen, weil dass dort Menschen sozusagen gezielt aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit ermordet werden würden oder dass auch nur die Population zurückging, ne, ist nun nicht der Fall. Es ist ja auch schon länger in der Debatte, inwieweit man den Begriff eben erweitern könnte, sozusagen in Richtung eines kulturellen Genozides, wenn, wie Sie es angesprochen haben, die Sprache und Ausübung der Kultur und Religion verboten wird. Das wurde häufig auch im Kontext der Türkei angesprochen, wenn es um die Frage der Kurden ging. Soweit ich weiß, waren sie auch dort häufiger in verschiedenen Kurdengebieten. Würden Sie sagen, dass im Vergleich das noch lächerlicher sozusagen erscheint, dann in Xinjiang zu sagen, dass dort die Kultur unterdrückt wird, weil eben beide Sprachen auch gesprochen werden können? Oder würden Sie sagen, das ist vergleichbar, dass man ein kultureller Genozid tatsächlich, so irgendwelche Indizien Ihnen aufgefallen sind? In der völkerrechtlichen Diskussion, die zum Völkermord ja noch nicht sehr alt ist, der Begriff kommt von einem Polen, der ist 1945 versucht worden, schon bei den Nürnberger Prozessen einzuführen, aber da hat man sich sehr zurückgehalten und hat das nicht gemacht. Und dann sind in der Entwicklung der nächsten 50 Jahre das bis ins römische Statut gekommen und dort hat man den allerdings begrenzt. Das heißt, es muss schon sozusagen die Vernichtung der physischen Existenz sein. Man hat bisher zwar literarisch und auch politisch wird immer wieder vom kulturellen Völkermord, ethnischen Völkermord gesprochen. Aber juristisch ist er bisher nicht durchgedrungen, sondern das ist nur der physikalische, der physische. Das Wesentliche dabei ist aber nicht die Anzahl dessen, was sozusagen getötet worden ist. Auch zum Beispiel könnte es sozusagen, wenn man den kulturellen Völkermord wagen, der sozusagen die Aufhebung von 10 Moscheen schon ein kultureller Völkermord sein. Das Wesentliche ist, dass eine Absicht vorliegen muss, sozusagen das Volk zu vernichten. Entweder die kulturelle Identität oder auch die physische. Und der
juristische Völkermordsbegriff beschränkt sich eben auf diesen physischen Völkermordbegriff. Und dort muss auch eine solche Intention sein. Und das ist es eben, was ich schon vor dem Menschenrechtsausschuss in Berlin auch verneint habe. Dass selbst wenn man dort, hat es viele Tote gegeben in dem Antiterrorkampf, ohne Zweifel. Und da ist wahrscheinlich auch Folter gewesen. Das wissen wir nicht einzubringen. Der Weltkongress der Uiguren, der in München sitzt, hat sich nie davon getrennt. Und auch jetzt, noch im Jahre 2024, spricht er von einem Völkermord, der dort inszeniert wird. Das ist vollkommener Unsinn. Danke für dieses klare Statement. Sie haben es angesprochen. Es wird jetzt wieder diskutiert am Menschenrechtsausschuss. Der FDP-Politiker Peter Heidt hat in dieser Legislatur nachgerückt in den Deutschen Bundestag, gesagt, als Völkerstrafrechtler verfolge ich die Debatte intensiv. Auch der Parlamentskreis wird sich sicherlich mit diesem Thema beschäftigen und dem Bundestag möglicherweise einen Antrag vorlegen. Mein persönliches Ziel ist, dass wir die Handlung der chinesischen Regierung in Xinjiang im nächsten Jahr im Bundestag als Genozid anerkennen. Ich muss dazu sagen, falls Sie Peter Heidt als Völkerrechtler noch nicht wahrgenommen haben, das kann daran liegen, dass er bisher in einer doch auf Zivilrecht konzentrierten Kanzlei tätig war. Wesentliche Veröffentlichungen im Völkerrecht von ihm habe ich nirgends finden können. Aber gut, also mittlerweile hat Baerbock das ja angefangen, dass man sich bei sozusagen Interesse und entsprechende Neigung dann auch als Völkerrechtler bezeichnen kann. Wie bewerten Sie das? In der Diskussion seinerzeit, als der Bundestag auseinanderging, war ich schon, hatte ich die Vermutung, das wird mit der Auflösung der Legislaturperiode dann in der nächsten Legislaturperiode wieder aufgenommen. Denn das ist ein politisch derart heikles und auch instrumentalisierbares Thema, das man davon nicht lassen wird. Und ich bin nicht überrascht, dass das auch jetzt wieder auf der Tagesordnung ist. Man liest es jetzt in den Zeitungen wieder, dass da plötzlich wieder von Völkermord gesprochen wird. Es war eine lange Zeit. Es gibt keine Delegation im Augenblick, die das eigentlich unterstreicht. Selbst die UNO-Delegation von der Bachelet seinerzeit hat nichts von Völkermord gesagt. Die hat zwar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die möglich gewesen sein können, das stimmt. Ich habe beides auch geprüft seinerzeit, konnte allerdings beides damals nicht feststellen. Und ich muss auch sagen, nach dem, was ich gesehen habe, kann ich nicht meine Meinung revidieren. Ich kann nichts dafür meine Hand ins Feuer legen, dass in diesen Auseinandersetzungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat, ganz klar, dass es da nicht die Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Das kann ich nicht. Aber ich kann sagen, was ich jetzt festgestellt habe, Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also auf dem Höhen, dazu gehört zum Beispiel Apartheid. Apartheid ist ein Tatbestand, der ist auch Folter. Und da müsste man jetzt genauere, neue Daten haben, die aber auch in der Diskussion, die jetzt darum geht, Volkswagen, BASF aus Xinjiang herauszubringen, immer nebenbei noch Zwangslager, Völkermord gebracht wird. Es hat für mich den Charakter eigentlich nur der Instrumentalisierung solcher sehr derben Vorwürfe, für die aber eine reale Grundlage ich nicht erkennen kann. Ja, wir haben eben gesagt, Lager. Diese Diskussion kommt häufiger ja aus dem angloamerikanischen Raum und wird dort mit derberen Begriffen, wie zum Beispiel Konzentrationslager, auch geführt. Das hat sich glücklicherweise in Deutschland in der Debatte noch nicht durchsetzen lassen. Haben Sie irgendwelche Hinweise dafür gesehen, dass man so irgendwas vielleicht dort hatte? Oder haben Sie mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, es gab Ähnliches? Oder würden Sie sagen, das ist eine vielleicht schon auch ein unzulässiger Vergleich mit dem Verbrechen des Holocaust, wenn dort solche Vergleiche gezogen werden, auch von, muss man ja sagen, Deutschen wie Adrian Zenz,
der Deutscher ist, aber in Amerika eine Anstellung gefunden hat und dazu viel publiziert. Folter in Guantanamo oder in Bagram im Irak, sozusagen der Amerikaner, hat er im Antiterrorkampf nicht kritisiert, aber er scheint irgendwelche Indizien für Folter in Xinjiang eben zu sehen und benutzt dann diese Begrifflichkeiten wie Konzentrationslager. Es hat zweifelsohne Lager gegeben. Und zwar, es hat dann auch sozusagen Gefangenenlager, gibt es wahrscheinlich auch jetzt noch. Und dann gab es solche Umerziehungslager. Das sind die Deradikalisierungsbemühungen, die sie hatten. Die der Bekämpfung des Terrors ist nicht nur mit irgendwelchen Gewaltmitteln gewesen, polizeilichen Mitteln, sondern eben, man hat auch versucht, umzuerziehen, zu deradikalisieren. Dann hat man eben das, was ich schon erwähnt hatte, Arbeitsplätze geschaffen. Man hat Wohnungen geschaffen, um die weit auch sozusagen auseinanderliegenden und zerstreuten Einheiten sozusagen zusammenzufassen und auch produktiv zu machen, denn es ist ja nur ein kleines Volk. Aber seit 2018, da kann ich mich nur berufen, da ich selber nicht da war, das sagt auch die Opposition, auch zum Beispiel, das muss der immer wieder zitierte Adrian Zenz hat das eingestanden, die gibt es nicht mehr. Und ich beschränke mich auch bewusst nur auf das, was ich jetzt gesehen habe und was ich für die Jahre, sagen wir mal 2022, 2023 sage. Darauf kommt es meines Erachtens an. Selbst wenn es das alles gegeben hat, jetzt bin ich der Überzeugung, gibt es das nicht. Aber jetzt wird es immer noch thematisiert und wird es noch immer politisch eingesetzt. Das ist das Problem. Und der Weltuiguren-Kongress spricht von Völkermord, ja. Spricht aber im Hinblick auf Gaza nicht von Völkermord, sondern hat sich jetzt immer wieder auch extrem solidarisch gezeigt mit der israelischen Regierung unter Netanyahu. China hat sich da ja auch anders positioniert. Würden Sie sagen, das ist einer der Gründe, warum ein Großteil auch der islamisch geprägten Länder diese vielleicht amerikanische Kampagne nicht mitgehen und das von der Türkei bis Pakistan, auch Saudi-Arabien, die auch Delegationen nach Xinjiang geschickt haben, dort eben kein Indiz sehen, dass es dort zu solchen Verbrechen gekommen ist. Seinerzeit gab es, als die Diskussion um die Vorwürfe aus den USA fast überhand nahmen, ja eine Erklärung von, ich glaube, über 50 islamischen Staaten, die sich dagegen verwahrten und sagten, nein, sie konnten das nicht erkennen. Interessant ist, dass auch 57 Staaten der islamischen Gemeinschaft, der muslimischen Gemeinschaft jetzt im Gaza-Konflikt Stellung genommen haben und hat gesagt, es muss ein Waffenstillstand hergestellt werden. Dieser Krieg darf so nicht weitergehen. Das heißt, die haben sich im Grunde auf die Seite derjenigen gestellt, die gar nicht pro-palästinensisch sind, sondern gegen den Krieg und die irgendwie einen Weg ebnen wollen, damit dort friedlich hergestellt wird. Ich würde sagen, das sind zwei Eckpunkte, in denen sich eigentlich die muslimischen Staaten ausgesprochen ja produktiv und friedensorientiert erwiesen haben. Nochmal zu der Diskussion um den Bundestagsbeschluss. Es gab jetzt quasi einen Präzedenzfall mit dem Beschluss zu dem Völkermord an den Armeniern. Jetzt haben das französische und das kanadische Parlament entsprechende Beschlüsse auch zu Xinjiang beschlossen. Es ist aber eigentlich eine sehr ungewöhnliche Verfahrensweise, dass ein Parlament jetzt historisch-juristische Tatbestände feststellt. Es war auch schon bei der Frage sozusagen der historischen Frage bezüglich Armeniens fraglich, welche Wirkung das hätte, ob das dann für Gerichte möglicherweise rechtsverbindlich wäre. Wie sieht das bei einer Entscheidung jetzt aus, wenn der Bundestag sowas entscheiden würde? Würden Sie sagen, das würde dann jede völkerrechtliche Diskussion obsolet machen? Könnte man dann sagen, das sei jetzt normativ durch das höchste Gesetzgebungsorgan unseres Landes entschieden?
Also ein Beschluss des Bundestages, von dem ich immer noch nicht glauben kann, dass er je zustande kommt, wegen Völkermords in Xinjiang, nehmen wir das mal an, ist juristisch vollkommen irrelevant. Das ist ja ein politischer Beschluss. Es ist richtig, dass die Parlamente von Frankreich und auch von Kanada die Behandlung der Uiguren in Xinjiang als Völkermord bezeichnet hat. Juristisch irrelevant. Das sind politische Äußerungen und die mögen Einfluss haben, auf jeden Fall auf die Presse, natürlich auf die internationale Diskussion. Sie machen Druck und so weiter, aber juristisch, zum Beispiel der internationale Gerichtshof, hätte davon überhaupt gar nichts. Das wäre, der hat jetzt, wenn er über die Frage Völkermord in Gaza, dann kann, wird er das zur Kenntnis nehmen, was die anderen dort sagen. Aber er wird in gar keiner Weise sich davon abhängig machen, sondern er hat sehr präzise das zu untersuchen, insbesondere nämlich die Intention der Auslöschung eines Staates und eines Volkes. Dazu hat Südafrika sehr viel Material vorgelegt. Sehr viel überzeugendes Material. Das muss man sagen. Aber wir wissen auch, der Internationale Gerichtshof ist letztendlich eine politische Institution. Da schicken alle Länder ihre ausgewählten Juristen hinein. Und sie werden natürlich auch immer wieder ihren Einfluss dort geltend machen. Man sollte sich von der Illusion befreien, dass der Internationale Gerichtshof sozusagen fast gottgleich fair und impartial ist, also unparteilich ist. Nein, nein, das ist, der ist nur dadurch etwas in seiner Parteilichkeit gebremst, weil da immer 15 Richter und dann meistens auch noch zwei Richter der Parteien, die sich gegenüberstehen, das war hier Südafrika und Israel, also 17 Richter sind. Dadurch wird es dann immer zu einem Kompromiss kommen. Aber nein, die Frage, das mag sein, ich würde es dem Bundestag nicht raten, dass er das macht, aber juristisch hat das keine Bedeutung. Völkerrechtlich hat das juristisch keine Bedeutung. Es ist natürlich die Frage, warum wird da so viel Druck gemacht, um das zu ermöglichen? Können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht dann, sagen wir, dazu führen könnte, dass dann Gerichte es zulassen, dass jemand als Völkermordleugner bezeichnet wird, der sagt, dass es in Xinjiang dann keinen Genozid gibt und man dagegen sich äußerungsrechtlich dann nicht wehren kann, weil das Gericht dann ja feststellen kann, gut, das hat der Bundestag so beschlossen, also dass das vielleicht auch in strafrechtlichen Debatten, in zivilrechtlichen Prozessen auch eine Rolle spielen könnte, dass das deswegen vorbereitet wird? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sozusagen diese internen Probleme, dass man jemanden da verurteilen könnte. Nein, solch eine Deklaration eines Parlaments hat klar außenpolitische Funktionen. Man will damit die chinesische Regierung unter Druck setzen und alle anderen auch. Man könnte zum Beispiel dann natürlich sagen, VW, BASF, da ist Völkermord. Und dem kann sich dann kein Unternehmen mehr erziehen. Man könnte denen die ganze ökonomischen Beziehungen könnte man dort unterminieren und sagen, das geht nicht. Das ist das Ziel. Dass da sozusagen Nebeneffekte hier auch in unserer Gesellschaft kommen. Wenn dort einer sagt, also das ist kein Völkermord, Völkermordsleugnung, da ist man nur sensibel bei der Frage Holocaust. Aber in diesen Fragen, ob das Armenien ist oder ob das hier ist, Gaza, das spielt halt keine so große Rolle. Das ist rein außenpolitisch motiviert und geht dann vielleicht darum, Unternehmen zum Abbruch von Handelsbeziehungen, Desinvestitionen in Xinjiang zu bewegen, was ja dann letztendlich auch die Bevölkerung treffen würde. Also die Sanktionen in Amerika gegen Produkte aus Xinjiang treffen ja vor allen Dingen Uiguren. Das könnte diese Entwicklung vielleicht doch wieder zurückwerfen, die Sie eben beschrieben haben, was Sie vor Ort gesehen haben. Sie haben es mit Dubai verglichen, diese wirtschaftliche, doch sehr positive Entwicklung. Macht der WUC und der Vorsitzende Dolkun Issa da nicht sozusagen, schadet der nicht den Uiguren, die in Xinjiang an so einer wirtschaftlichen, positiven Weiterentwicklung ein Interesse haben? Also, nehmen wir mal an,
der Druck auf VW ist so stark, dass er seine Fabrik dort in Urumqi einstellen muss. Das hat natürlich zur Folge, dass die 200 Arbeiter, mehr sind das gar nicht, die tariflich bezahlt werden, also denen geht es ganz gut, dass die entlassen werden müssen. Die müssen aufgefangen werden und die chinesische Regierung wird zweifelsohne das tun. Für die ökonomische Aktivitäten sowohl Volkswagenwerk wie auch der Chinesen ist das bedeutungslos. Das ist ein ganz kleines Werk. Hier hat das nur enorm symbolischen Charakter. VW muss sich wegen der Situation zurückziehen. Ökonomisch weder für China noch für VW hat das irgendwelche Bedeutung. Es hat allerdings eine Bedeutung, dass dann in einem wirklich rohstoffreichen Gebiet und dort, wo viele Ansätze der Industrialisierung und der Entwicklung jetzt gemacht werden, dann die Deutschen nicht mitarbeiten. Aber da gibt es andere, da gibt es die Franzosen, die Belgier, die Schweizer, die da sehr gerne dann hingehen. Aber das kennen wir aus unserer Politik, die eben ideologisch dann doch so engmaschig argumentiert, dass sie sagt, das müssen wir in Kauf nehmen, selbst wenn es schmerzt, für die Chinesen nicht. Aber nach wie vor, dieses ist einer der Hebel, mit der man die chinesische Regierung insgesamt diskreditieren und damit unter Druck setzen will. Daran arbeiten sie im Augenblick. Das ist offensichtlich die Intention von etlichen Abgeordneten. Man muss auch sagen, nicht allen, auch selbst wenn der Menschenrechtsausschuss einen solchen Antrag ist, ist nicht gesagt, dass dann das gesamte Plenum mit Mehrheit auch dahinter steht. Wenn allerdings sich die Situation weiter verschärft und weiter eskaliert, dann ist auch das möglich. Abschließend nochmal zur Frage des Terrorismus. Sie hatten jetzt, Sie waren mehrfach auch in Afghanistan, zur Zeit als Mujahideen dort gekämpft haben, auch die Taliban-Zeit haben Sie auch vor Ort erlebt, auch die Situation jetzt. Die amerikanische Invasion und das ISAF-Mandat wurden auch damit gerechtfertigt, dass Afghanistan es nicht sozusagen seiner völkerrechtlichen Verpflichtung nachgekommen wäre, zu verhindern, dass kein Terrorismus aus diesem Land andere Länder betrifft. Jetzt ist es so, dass bei den Uiguren leider wahrscheinlich auch durch westliche und andere Geheimdienste finanziert Menschen angestachelt wurden, sich an islamistischem Terror in Syrien und anderen Krisenregionen zu beteiligen. Auch bei uns gab es Menschen, die ausgereist sind und sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben, auch in Frankreich. Und auch dort war die Diskussion, inwieweit Staaten eben eine Verantwortung haben, dass ihre Staatsbürger sich solchen Terrororganisationen nicht anschließen. Gibt es da nicht quasi auch eine Art von Pflicht, dass man diese Terrororganisationen oder dass man verhindert, dass sich Bürger denen anschließen? Und ein Deradikalisierungsprogramm, ist es dann nicht quasi notwendig, wenn man nicht die Alternative darin sieht, den die Möglichkeit der Ausreise zu verwehren oder sie lebenslänglich in einem Gefängnis einzusperren? Die Terrorbekämpfung hat immer nicht nur im Sinn, dass man aktiv jetzt polizeilich oder ökonomisch gegen Terroristen vorgeht, sondern eine andere Komponente ist, dass man dafür Sorge trägt, dass der nicht weiter sich ausbreitet, dass er nicht weiter sozusagen seine Kinder auch heranzieht, um dann auch zu überleben, selbst wenn die Alten dann weg sind. Das ist ein interessanter Aspekt zum Beispiel des Urteils des Internationalen Gerichtshofs gegen Israel. Die sind verpflichtet worden, jede Anstiftung zu Völkermord und auch jegliche Erziehung bzw. Ausbreitung der Möglichkeiten des Völkermords zu unterlassen, auch zu bestrafen und zu bekämpfen. In der Tat ist es so, wer sich im Antiterrorkampf engagiert, ist nicht nur mit den direkten Terroristen konfrontiert, sondern auch mit einer möglichen Umfeld und hat da zu garantieren, dass die keine Nahrung, keinen Nachwuchs bekommen. Das ist auf jeden Fall mit einer der Pflichten, die aus dem Antiterrorkampf und aus den Antiterrorgesetzen auch folgt. Würden Sie sagen, China hat das humaner gemacht als zum Beispiel jetzt die USA?
Ich will keinen Vergleich zwischen USA und China machen. Das ist unsinnig. Ich weiß auch nicht, wo dort sozusagen die Grenze der Humanität ist dabei. Ich weiß nur, dass einerseits China offensichtlich sehr hart gegen die Terroristen vorgegangen ist. Da hat es verschiedene sehr harte Urteile gegeben. Aber ich weiß auch, dass sie auf der anderen Seite gesehen hat, den können wir nur besiegen, indem wir eine sozialökonomische Entwicklung dort in Gang setzen, die ihnen ein lebenswertes Leben geben. Und zwar nicht nur der Ernährung, der Arbeit, des Wohnens und der kulturellen Teilhabe. Und da, das kann ich sehen, da hat die chinesische Regierung sehr viel gemacht. Und ich weiß auch, dass insbesondere die beiden Provinzen, in denen die Unruhe am größten war, Tibet und Xinjiang, die meisten Ressourcen bekommen haben. Da hat der chinesische Staat ein Schwergewicht der Entwicklung gemacht. Und man weiß auch, Urumqi ist ein Knotenpunkt der Seidenstraße. Alles das, was an Waren zum Beispiel nach Berlin geht oder nach Rom geht, geht über Urumqi. Und das hat natürlich auch auf der Strecke, die weit durch Xinjiang geht, enorme auch Nebeneffekte. Dort können sich Industrien, Handwerk, da kann sich auch alles ansiedeln. Das ist schon ein sehr wesentliches internes Entwicklungsprojekt. Dieses Thema wird jetzt vor dem Hintergrund auch eines in London abgehaltenen Uyghur-Tribunals diskutiert, bei dem der Vorsitzende Richter Geoffrey Nice war. Geoffrey Nice ist als Chefankläger in dem Verfahren gegen Milosevic in Erscheinung getreten und war damals sehr umstritten, in diesem sowieso etwas umstrittenen Verfahren, weil er da sehr die Position sozusagen der NATO vertreten hat. Ist so jemand dann geeignet, als unabhängiger Richter in einem Verfahren zu fungieren, oder scheidet jemand, der so eine Vita hat und so in der Kritik stand, quasi schon ja, durch seine Person eigentlich aus? Ich selbst war Vorsitzender im November eines internationalen Tribunals, und zwar gegen die Sanktionen der USA in Kuba. Auch dort werden wahrscheinlich etliche gesagt haben, ist das der richtige Präsident, der dort das Tribunal macht. Die Besetzung von Tribunalen ist immer eine sehr schwierige Sache. Das erste große Tribunal, das hatte Sartre als Vorsitzenden, das hat den Franzosen überhaupt nicht geschmeckt. Deswegen hat de Gaulle verfügt, dieses Tribunal darf nicht in Paris stattfinden. Es hat deswegen in Stockholm stattgefunden. Das heißt, einen Vorsitzenden in solchen Gerichten zu sein, der ja ad hoc aus der Zivilgesellschaft gewählt wird, das ist nicht das Problem. Sondern es ist das Problem der gesamten Anlage eines solchen Tribunals. Das hängt auch, sind ja bestimmt mehrere Richter gewesen. Auch auf der Richterbank, der ich vorsaß, gab es mehrere Richter, selbst aus der USA, aus Italien, aus Griechenland. Aber und dann ist sozusagen die Beweiserhebung, wer hat sozusagen die Anklage geführt, welche Punkte, welche Verteidigung gab es möglich. Ich muss gestehen, ich habe von diesem Tribunal noch keine Nachricht bekommen, kann insofern über den Inhalt nichts sagen. Allerdings könnte man denken, dass die Wahl des Vorsitzenden schon eine gewisse Richtung andeutet. Das aber, mehr will ich auch dazu nicht sagen. Also Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell oder auch Sie waren jetzt nie als Chefankläger tätig und sozusagen da als parteiisch so sehr. Wir kommen direkt aus der Zivilgesellschaft sozusagen. Er hat schon mal, aber das war wahrscheinlich auch, dass Sie sich dachten, der weiß, wie es in solch einem Tribunal oder in einer Gerichtsverhandlung, wie die geleitet wird. Das können auch technische Sachen sein, aber ich war auch Vorsitzender eines Tribunals damals im Jahre 2000 in Berlin, über die NATO-Kriegsführung in Jugoslawien. Auch dort
war es eine internationale Bank von insgesamt 12 Richterinnen und Richtern. Wir kamen dann zu einer Verurteilung der Kriegsführung der NATO, sehr deutlich, obwohl zur gleichen Zeit das Jugoslawien-Tribunal eine Anklage deswegen ablehnte, weil sie keine Verletzung des Völkerrechts stattfinden konnte. Allerdings hat dann die Chefanklägerin im Jahr 2022 dann doch eingestehen musste, sie sei durch Großbritannien und USA an ihren Aufgaben, nämlich der Anklage, gehindert worden. Also da gab es einen Einfluss auf diese Tribunale, selbst offizielle Tribunale. Alles ist sehr in einem umstrittenen politischen Kontext zu sehen. So auch dieses Tribunal in London. Vielen, vielen Dank, Professor Dr. Norman Pech.